waren wir letztens in Sedelsberg, haben da gegen Groningen gespielt. Die Anlage findet normal kein Mensch. Der VfL geht, spielt da bei Temperaturen von 0 Grad unter Flutlicht. Das Flutlicht ging nicht mal bis zur Mittellinie. Das sind Geschichten. Schalke und Dortmund, das hatte natürlich von der Atmosphäre auch, das hatte irgendwo einen richtig coolen Charakter, und dass wir beide Spiele innerhalb von einer Woche oder innerhalb von 8 Tagen gewonnen haben, das war einfach sensationell, und ich glaube, da zehrt jeder VfL-Fan auch heute noch ein bisschen von. Aber viele Kumpels, die sind unerklärlicherweise Schalke-Fans, kommen aus Bochum und sind, das ist ja irgendwie auch komisch, ne? Aber gibt es. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich natürlich auch ein, also grundsätzlich erstmal auch ein Ruhrpöttler bin, und aber die Liebe geht nicht so weit, dass ich jetzt sage, ich wünsche dem BVB und Schalke irgendwie alles Gute. Wir sind natürlich alle froh, wenn die verlieren, klar. Aber es macht natürlich auch Höllenspaß, immer wieder gegen die zu frotzeln. Egal wie grau der Himmel uns heute scheint, 11 Mann gegen den Rest der Welt oder nur das Ruhrgebiet. Kommt ganz drauf an, von wo man's gerade sieht. VfL, du bist immer für uns da. VfL, ganz genau wie's früher war. Blau und weiß, unser Herz schreit blau und weiß. Wir geben dich nicht her um keinen Preis. Meine Töchter zum Beispiel, das ist ganz unglaublich. Die Große, die 16, die interessiert sich für die Bayern. Und die Kleine ist, und das ist für mich wirklich ein Schlag ins Gesicht, ist Schalke-Fan. Und ja, dazwischen sitze ich nur als Bochumer, und dann gibt es dann am Wochenende immer schon arge Diskussionen hier. Die Helden leben weiter auf unserem grünen Platz. Egal woher die Luft zum Atmen kommt. Na, September 1976, das erste Spiel vor der neu gebauten Südtribüne, Rest des Stadions auf Baustelle, gegen den schon viel besungenen FC Bayern. Mein Vater hatte damals, weil es das erste Spiel vor der neuen Tribüne war, trotz knapper Kasse Sitzplatzkarten springen lassen. Deshalb weiß ich noch genau, wo wir saßen. Block A, Reihe 22, Sitz 1 und 2, werde ich nie vergessen, weil für mich eine Sensation war, auf die Sitztribüne zu dürfen und dann auch auf die ganz neue. Und der VfL Bochum führte dann schon zur Pause gegen den FC Bayern München mit allen Stars angetreten, 3-0. Alle dachten natürlich, wir hätten also längst gewonnen. Mein Vater war bei Verwandten im Schwarzwald, hatte sich dann, da war eine Familienfeier, in der Halbzeit erkundigt, wie es steht, hat dann da auch schon Riesenrunden geschmissen auf dem Sieg vom VfL. Ich bin durch die Wohnung gesprungen, meine Mutter umarmt, ich wusste gar nicht, was los war. Wir führten 3-0, machten kurz nach der Pause das 4-0 und dann ging es los. 4-1 nur noch. Nach dem 4-2 meinte der Reporter, ich glaube, hier bahnt sich was an, die Bochumer scheinen stehend K.O. zu sein. Das kann doch nicht wahr sein. Führen immer noch 4-2, dann kam das 4-3, das 4-4, 4-5. Es war schon so wirklich absolut bitter. Und dann im 5. Verschluss, 5-5 Ausgleich. Ich denke, jetzt halten, bitte halten. Und dann machen die jetzt 6-5 und dann hat der Schiri abgepfiffen. Da ist auch einer tot umgefallen, irgendwie, das hat er nicht überlebt. Das war too much für den. Herzinfarkt, gab es einen Toten dabei bei dem Spiel. Und dann habe ich wirklich nach dem Spiel, als wir 6-5 verloren war, dann noch eine halbe Stunde gesessen, habe nicht begriffen, was da passiert ist. Hinterher habe ich da gesessen und geweint, das weiß ich noch, weil das war zu viel für mich. Also geweint, ich habe nicht geschluchzt, aber ich hatte Tränen in den Augen, weil so sehr schon das Gefühl zu haben, über die größte Mannschaft im deutschen Fußball triumphiert zu haben und dann irgendwie das wieder weggenommen zu bekommen, das war schon schlimm. Und wer braucht schon Sektfrühstück bei Real Madrid, wenn das Glück im Ruhrstadion liegt?
immer für uns dort. VfL, ganz genau wie es früher war. Blau und weiß, unser Herz schreit blau und weiß. Fans des VfL sind sind erstmal auf jeden Fall da, wenn man sie braucht. Die sind was ganz Besonderes. Sie sind unheimlich leidensfähig. Die sind unheimlich robust gegen Einwirkung von außen, das heißt gegen Kritik aus den Nachbarstädten Gelsenkirchen und Dortmund. Ja.